Frau Möwes, Sie verhandeln heute Ihre Strafsache wegen schwerer Körperverletzung an dem Freund Ihrer Mutter. Ihr Vorname ist Saskia, Frau Möwes. Sie sind am 23. Februar 1980 in Köln geboren, sind ledig. Kinder haben Sie keine. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin im Moment noch als Anglistikstudentin eingeschrieben, aber ich orientiere mich gerade neu. Das mit dem Studium hat irgendwie nicht so hingehauen. Die Anklage, Herr Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Die Angeklagte ärgerte sich maßlos darüber, dass ihre verwitwete Mutter eine Beziehung mit dem 20 Jahre jüngeren Callboy Dennis Böckner eingegangen war. Als sie am 12. März 2009 nach Hause kam, saß Böckner im Schlafzimmer ihrer Mutter vor einem Bräunungsgerät und verlangte ein Glas Sekt. Die Angeklagte holte ihm den Sekt, gab aber eine hohe Dosis eines schnell wirkenden Schlafmittels ins Glas. Als er eingeschlafen war, entkleidete sie ihn vollends, stellte das Bräunungsgerät zwischen seine Beine und ging. Dennis Böckner erlitt im Genitalbereich und an den Oberschenkeln Verbrennungen zweiten und dritten Grades und wird durch Narbenbildung auf Dauer erheblich entstellt sein. Saskia Möwes wird daher wegen beabsichtigter schwerer Körperverletzung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Möwes, wollen Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder wollen Sie was zur Anklage sagen? Ich möchte aussagen, auch wenn ich mit dieser Sache nichts zu tun habe. Und ganz ehrlich, von mir können Sie auch kein Mitleid erwarten. Dieser Kerl hat sich in unsere Familie eingeschlichen und wollte uns ausnehmen. Der hatte nie ernsthaftes Interesse an meiner Mutter. Seit wann ist Dennis Böckner mit Ihrer Mutter zusammen? Mein Vater ist im Juni 2008 bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Für uns ist damals eine Welt zusammengebrochen. Ich konnte ja nicht damit rechnen, dass meine Mutter kaum ein halbes Jahr später sich einen neuen Typen anlacht. Und schon gar nicht so einen, der gerade mal Mitte 30 ist und offensichtlich über mehr Muskeln als Hirn verfügt. Ich weiß bis heute nicht, was da in sie gefahren ist. Tja, wussten Sie damals schon, dass Dennis Böckner als Callboy arbeitet? Nein, das wusste meine Mutter ja selber nicht. Sie hat ihn in einem Café kennengelernt. Sie hat ihn mir dann Anfang Januar 2009 vorgestellt und hat gesagt, schau mal, Saskia, in dieses süße, schnuckelige, knackige Kerlchen hat sich deine alte Mutter verliebt. Dabei hat sie völlig gaga rumgequiekt. Und dann sind die beiden an mir vorbei in den Fitnessraum meines Vaters. Da haben sie es dann geräuschintensiv miteinander getrieben. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Ja, vor allen Dingen ist es bei dem Fitnessraum-Einmaligkeitserlebnis nicht geblieben, nicht? Der ist relativ bald bei ihrer Mutter eingezogen. Ja, leider. Noch im Januar 2009. Da stand er mit seinen zwei gepackten Plastiktüten vor unserer Haustür und hat die erstmal in den Kleiderschrank meines Vaters gepfeffert. Und dann hat er sich seine Pantoffeln angezogen und sich erstmal zur Begrüßung schön den teuersten Jahrgangswein aufgemacht und hat schön die Füße hochgelegt. Wie der Hausherr höchstpersönlich. Also mit anderen Worten, ich fasse es zusammen, es hat Ihnen nicht sonderlich gefallen, dass er zu Hause bei Ihnen sich breitgemacht hat. Und das werden Sie Ihrer Mutter gesagt haben. Ja. Wie hat Ihre Mutter auf Ihre Vorwürfe reagiert? Sie hat überhaupt nicht auf mich gehört. Stattdessen hat sie noch mal richtig einen draufgesetzt und hat vor meinen Augen mit diesem Fiesling rumgemacht. Und das in ihrem Alter. Ich dachte, da ist man mit dem Thema mal durch. Ja, was heißt das denn jetzt? Das heißt konkret, Menschen ab 54 haben kein Recht mehr auf ein Geschlechtsleben. Das ist dann gefälligst vorbei. Nein. Was sollen denn die Leute auch sagen? Nein, so meine ich das doch gar nicht. So kann man das nicht sagen. Aber. Nein. Dann bin ich ja beruhigt. Aber man wird sich doch wenigstens mal ein bisschen wundern dürfen, wenn eine Witwe nach ganz kurzer Trauerzeit plötzlich mit einem Callboy nach Hause kommt. Zumal meine Mandantin ja nicht in einer experimentellen Hippie-Kommune groß geworden ist, sondern in einem sehr, sehr konservativen Elternhaus. Ne? Mit anderen Worten, wir könnten uns jetzt wunderbar die Verhältnisse vorstellen, die bei Ihnen zu Hause geherrscht haben. Und zwar auch geherrscht haben am 12. März 2009. Und um diesen Tag geht es hier. Denn der Herr Böckner hat ja an diesem Tag den Sekt mit diesem Schlafmittel getrunken. Das war in etwa 13.15 Uhr, hat sich danach hingelegt, weil ihm irgendwie komisch war. Und danach weiß er nichts mehr gefunden worden. Ist er um 14 Uhr, da hatte er bereits schwerste Verbrennungen im Bereich des Geschlechtsteils und der Oberschenkelinnenseiten vor allen Dingen. Und zwar durch dieses Bräunungsgerät hier. Das war's. Ziemlich altmodisches Ding. Wo sind Sie diesen Zeitraum überhaupt gewesen? Ich war joggen, im Park bei uns um die Ecke. Ach, und bevor Sie fragen, nein, ich habe keine Zeugen. Zumindest kann ich Ihnen keine Namen nennen. Also es hat Sie niemand gesehen, sagen wir es so. Natürlich wäre diese Frage gekommen. Frau Möwes, jetzt sagen wir doch mal, wie sich das Ganze abgespielt hat. Sie sind nach Hause gekommen, da finden Sie nicht Ihre Mutter, da finden Sie den Herrn Böckner. Und der Herr Böckner sitzt da halbnackt im Bademantel Ihres Vaters. Das war für Sie ein besonderer Grund, noch mal wütend zu werden. Vor dem Schminktisch Ihrer Mutter, selbstgefällig.
So empfinden Sie das zumindest, verlangt nach einem Glas Sekt, das Ganze wie in einem schlechten Porno aus den 70er Jahren. So hat sich Ihnen das dargestellt. Aber Sie haben doch dann diese Situation ausgenutzt. Sie sind doch im Grunde nur neidisch auf Ihre Mutter. Deshalb haben Sie das Schlafmittel in den Sekt getan. Nachdem er dann nicht mehr konnte und eingeschlafen ist und nichts mehr mitbekommen hat, haben Sie ihm die Hose runtergezogen. Sie sind anscheinend ja von nichts fies und haben ihm das Ding zwischen die Beine gestellt. Und es war Ihnen ein großes Anliegen. Und Sie sind davon ausgegangen, ihn wirklich zu verbrennen. Denn Sie wussten doch ganz genau, Ihre Mutter, die würde nicht rechtzeitig nach Hause kommen. Es würde keiner mitkriegen. Das haben Sie mit voller Absicht gemacht. Deshalb sitzen wir in der Besetzung heute hier. Nur damit mal klar ist, um was es geht. Nein, das ist völliger Quatsch. Anstatt sich so auf mich einzuschießen, sollten Sie sich lieber mal fragen, was diese kleine Hilfsfriseuse bei uns gesucht hat. Als ich nämlich nach Hause kam, war bei uns die Hölle los. Ich war um kurz vor drei zu Hause, da stand der Krankenwagen vor der Tür, verschreckte Nachbarn, das volle Programm. Und Jennifer Lipke war auch dort. Meine Mutter war total aufgeregt und sie hat sich lauthals mit ihr gestritten. Und zu dieser Jennifer Lipke muss man ja nun Folgendes wissen. Sie ist ja nun die eigentliche Lebensgefährtin von Dennis Böckner. Und aus diesem Grund glaube ich auch, dass sie den nämlich nicht zufällig gefunden hat, sondern gerade noch eben rechtzeitig, weil sie wollte nämlich nicht, dass er sich alles verbrennt. Ich möchte nämlich wirklich mal wissen, was die in dem Haus zu suchen hatte. Entschuldigung, aber von dieser Frau Lipke sind keine Fingerabdrücke auf der Schachtel mit den Schlaftabletten gefunden worden. Von Ihnen schon. Gibt es da eine Erklärung, Frau Verteidigerin? Hören Sie doch zu. Das ist doch der totale Quatsch. Ganz ehrlich, ich habe mir vor einem halben Jahr mal eine Schlaftablette aus der Kommode im Hausflur genommen. Und was bedeutet das? Nichts. Ganz ehrlich, es wird mir auch wirklich zu blöd. Das einzig Positive an dieser ganzen Geschichte ist, dass meine Mutter zur Vernunft gekommen ist und diesen Playboy sofort vor die Tür gesetzt hat. So, mehr kann und will ich zu dieser ganzen Sache jetzt auch nicht sagen. Nee, würde ich auch nicht. Es wird nicht besser, glaube ich. Dann beginnen wir wie üblich mit dem Geschädigten. Dennis Böckner, bitte. Und Sie nehmen bitte neben Ihrer Verteidigerin Platz. Herr Böckner, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Geht's, Herr Böckner? Ja, es spannt da unten noch ziemlich, aber ich hoffe, dass die größten Schmerzen jetzt vorbei sind. Sag mal, hast du eigentlich eine Ahnung, ja, was ich durchgemacht habe? Ja, nur weil du deiner Mutter irgendwie ein befriedigendes Sexualleben missgönnst, ja, hast du gleich mal ein ganzes Vergnügungszentrum abgefackelt. Echt, krank bist du, krank, echt. Wir kommen gleich zur Sache, Herr Böckner. Nur zunächst einmal die Formalien, wie immer bei Zeugen. Das heißt, man muss bei Gericht die Wahrheit sagen, und wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Dennis ist Ihr Vorname, Sie sind 34 Jahre alt und wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Ja, gelernt in dem Sinn habe ich nichts. Ja, aber die gute Saskia, die hat Ihnen doch bestimmt schon erzählt, ja, dass ich mein Geld seit geraumer Zeit als Callboy verdiene, beziehungsweise verdiente. Weil momentan in der Lage bin ich nicht, also meinen Beruf noch auszuüben. Das ist. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Herr Böckner, lassen Sie uns aber noch eine Sekunde bei Ihrem Beruf bleiben, denn das spielt hier, denke ich mal, eine wichtige Rolle im Hintergrund. Hatte die Mutter der Angeklagten Sie eigentlich zunächst als Callboy gebucht? Nee, also wir haben uns im Dezember 2008 in einem Kaffeehaus kennengelernt und ja, die Trixie, die hatte irgendwie so eine spritzige Persönlichkeit, die so viel Charisma. Ja, Mensch, da war das Alter überhaupt gar kein Thema für mich. Und ja, also das war jetzt nicht so die Liebe im klassischen Sinne, sondern eher ja, wie so eine innige Freundschaft mit Sonderrechten oder eine Interessengemeinschaft. Auf jeden Fall hatten wir ordentlich Spaß. Schön, aber doch nicht unentgeltlich, oder? Was ist für Sie rausgesprochen? Ja, Trixie. Ja, die hat mir mal 2000 Euro in die Hand gedrückt, aber freiwillig, ja. Also ich habe sie nie um Geld gebeten und ja, sicher, da kam das ein oder andere Mal noch mal ein bisschen Taschengeld dazu. Ja, da wird schon was zusammengekommen sein, aber meine Güte, ich bin Gentleman, ja. Und ich wollte Trixie einfach so angenehme Stunden wie möglich bereiten und ja, außerdem brauchte sie dazu nicht zu wissen, ja, dass Frauen meine Dienste normalerweise kaufen, also. Aber Fakt ist doch, dass Ihre Dauerlebensgefährtin, die Jennifer Lipke, in einem der drei Friseursalons des Vaters meiner Mandantin gearbeitet hat und zufällig gleichzeitig auch noch eine enge Vertraute der Mutter meiner Mandantin ist. Und jetzt wollen Sie uns erzählen, dass Ihre Bekanntschaft mit Frau Möwes so ganz zufällig entstanden ist. Das war doch alles eingefädelt. Sie wollten Frau Möwes doch ausnehmen. Ausquetschen wie eine Zitrone. Ja, hallo. Ich bin ja irgendwie nicht so ein kleiner Stricher. Ja, ich bin ein gut bezahlter Mann für gewisse Stunden. Ja, und insofern kann das schon mal vorkommen, ja, dass meine Freundin mir mal ein paar Tipps gibt, wo man mal so eine qualitativ hochwertige Kundenakquise betreiben kann. Ja, und letzten Endes profitiert die ja auch davon. Ich meine, meine Tricks im Bett, ja, die haben uns schon den ein oder anderen Urlaub in einem Vier-Sterne-Hotel auf einer richtig geilen Mittelmeerinsel beschert.
Ja, aber spätestens mit dem Einzug in das Haus der Mutter meiner Mandantin wird doch die Toleranz ihrer Lebensgefährtin mal irgendwie ein Ende gehabt haben, oder? Warum dieser Schritt? Ja, weil Trixie mich darum gebeten hat. So. Ja, sie wollte mich halt immer bei sich haben, ja. Also ich sollte halt immer einsatzbereit sein. Und Jenny, die weiß und wusste, dass ich nur sie liebe. Und insofern war das überhaupt gar kein Problem. So, und jetzt möchte ich mal ganz konkret kommen zu diesem 12. März 2009, um den es ja hier geht und vor allem um die Verletzungen, die Sie erlitten haben. Vor allem möchte ich von Ihnen hören, was an diesem Tag gewesen ist, soweit Sie sich erinnern können. Ja, also als die Frau Möwes hier mir das Ding da auf dem Genitalbereich gehalten hat, das Bräuner-Dings da war ich schon ausgenockt, ja, aber an die Zeit, bevor bei mir die Lichter ausgingen, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Ich will nur mal einmal unterbrechen, dann tue ich es möglichst nicht mehr. Denn über eins habe ich mich gewundert. Woher haben Sie so eine antiquierte Bräunungsmaschine im Grunde? Ja gut, die habe ich 2 Tage vorher auf dem Dachboden gefunden und wollte die einfach mal ganz in Ruhe ausprobieren. Och, was stöberst du überhaupt auf unserem Dachboden herum? Wolltest du irgendwas mitgehen lassen? Hey, hör mal zu, Schätzchen, ja? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie was mitgehen lassen, ja? Also mach mal halblang hier. Sie wollten also diesen Bräuner ausprobieren, so weit waren wir ja, und weiter. Ja, ich habe schön geduscht und dann habe ich mich im Schlafzimmer, ja, vor diesen Schminkschrank da vorgesetzt, einfach bupp, ja, schön gechillt und ja, dann irgendwann, dann habe ich nach einer Zeit halt unten die Haustür schließen gehört und ja, dann, ich war wie gesagt maximal entspannt und dann irgendwann habe ich Stöckelschuhe gehört. Ich dachte, Mensch, das ist die Trixie. Ja, und die Stöckelschuhe kamen halt rein ins Schlafzimmer. Ich hatte ja die Augen zu vor dem Gerät da. Und dann habe ich nur, Mensch, hallo Schatz gesagt und sie darum gebeten, mir einfach mal ein lecker kühles Säckchen aus dem Kühlschrank zu bringen. Und das hat sie dann auch getan. Und hat Ihnen jemand geantwortet? Nee, das nicht. Aber wie gesagt, ich war ja lecker am Bräunen und ich habe einfach gedacht, das muss Trixie sein. Insofern war das eigentlich ganz, ganz in Ordnung und ja, ich meine, ich kann ja nicht wissen, ja, dass die Saskia mir dann da gleich Pillen in den Sekt reinhaut. Das können Sie auch jetzt gar nicht wissen. Oder haben Sie zwischendurch mal die Augen aufgemacht? Ja, wie denn? Das ist ja eine blöde Idee, oder? Ich meine, man muss doch die Augen zuhalten. Bitte. Ja, ich habe einfach nichts ahnt, ja, diesen Sekt getrunken und meine Güte, ja, irgendwann dann, also das ging schnell, da wurde mir schwummerig im Kopf, ja, und ich habe mich dann noch aufs Bett fallen lassen und ja, dann gingen die Lichter aus, ja, Blackout. Ihre Lebensgefährtin, die Jennifer Liebke, hat sie ja jedenfalls um 14 Uhr gefunden, glücklicherweise das Gerät ausgestellt und den Krankenwagen angerufen. Wann setzt Ihre Erinnerung danach wieder ein? Ja, das war im Krankenhaus erst. Ja. Da war ich ja schon voll gepumpt mit Schmerzmitteln, aber das war wahrscheinlich auch besser so. Und ja, da musste ich noch mehrere schmerzhafte Operationen über mich ergehen lassen, ja, und echt hier noch eine Hauttransplantation und so weiter und oh, echt, also wie gesagt, das zieht immer noch total, ja, weil da neue Haut am Start ist und da bleiben vor allen Dingen richtig fiese Narben auf den Oberschenkeln und im Intimbereich, ja, und an Sex ist überhaupt gar nicht mehr zu denken. Ja, um es einfach mal schlicht zu sagen, ja, aus dem Strammmax hat Saskia echt ein kleines Grillwürstchen gemacht. Wurde denn Ihre Zeugungsfähigkeit beeinträchtigt durch diese Verbrennung? Nee, das zum Glück nicht. Aber es bleibt noch zu sagen, dass das nicht der erste Anschlag auf Sie gewesen ist, die ausgeführt wurde von Ihrer Mandantin, Frau Klingenberg. 2 Tage vorher, erzählen Sie mal, was da los war, am 10. März. Da hat es ja schon mal was gegeben. Ja. Ja, also ich war, wie gesagt, da unten, der alte Möwes, der hatte unten im Keller einen Trainingsraum. Ja, und ich dann an die Geräte, ein bisschen am Pumpen. Und dann kommt hier auf einmal Madame da, wie eine Furie, reingerannt mit dem Gesicht, als ob sie mir gleich eine reinhauen will. Und hat mich hysterisch angeschrien, dass ich mich aus dem Staub machen soll, verschwinden soll. Sonst wird sie mir halt das Leben zur Hölle machen. Ja, und dann hat sie mir noch eine 3-Kilo-Hantel auf den Fuß geworfen, da um ihrer Drohung da mal Nachdruck zu verleihen. Die hat's doch nicht mehr. Die hat sie doch nicht mehr alle, die Frau. Aber ich frage mich schon, warum haben Sie nicht Anzeige erstattet? Ja, Mensch. Ich wollte eigentlich Trixie schützen. Das war auch nie mein Ziel, ja. Trixie und Saskia auseinanderzubringen oder irgendwo da einen Keil reinzutreiben. Aber ich sag mal, letzten Endes, ja, so einen kleinen Kommentar zu der Lebensweise von ihr, den konnte ich mir dann doch nicht verkneifen. Was geht dich denn meine Lebensweise an? Erst schleimst du dich bei meiner Mutter ein und bringst sie dazu, das hart erarbeitete Geld meines Vaters an dir zu verzocken. Und jetzt setzt du dich hier hin und willst mir irgendwelche 9-mal klugen Ratschläge über meine Lebensweise geben.
Ja, Fakt ist auf jeden Fall, ja, dass du mit 29 ja noch zu Hause wohnst, ja. Du hast keine Berufsausbildung, ja, und mehrere abgebrochene Studiengänge. Ja, und dann, was kommt dann? Dann kommt Urlaub. Ja, dann kommt Urlaub vom Urlaub und umorientieren, bis der Arzt kommt. Ja, ich meine, das ist jetzt mal die maximale Faulheit, das ist der Gipfel, mehr geht nicht. Mhm. Wann und warum, oder wie auch immer, ging das Verhältnis zwischen Ihnen und Patricia Mövis zu Ende? Ja, am Tag, direkt am Tag nach dem Anschlag. Ja. Ich meine, da hat sie mitgekriegt, dass Jennifer und ich halt ein Pärchen sind. Und oh, die hat dann auch irgendwie frustriert reagiert und hat so meine Klamotten da halt mit dem Taxi im Krankenhaus abliefern lassen. Ja, und ich sag mal so, ich hätte die Situation mit Trixie ja noch klären können. Ja, aber ich war leider außer Gefecht gesetzt und Madame hat schön am Rad gedreht, schön gegen mich gehetzt und jetzt hat sie es geschafft. Ja, wie dem auch sei, jedenfalls hat ihre Lebensgefährtin sie ja wieder in Gnaden bei sich aufgenommen. Ja. Und ich vermute ja, dass sie sie deshalb auch schützen, weil sie nämlich zu 100% von ihr abhängig sind im Moment, oder? Wieso das denn? Ja, was mich noch interessieren würde, ist, was wollte denn Ihre Lebensgefährtin am 12. März überhaupt in dem Haus? Also die Haare schneiden wollte sie Ihnen ja ganz bestimmt nicht, oder? Ja, keine Ahnung. Mich besuchen? Ja, die war auf jeden Fall nicht da, um meinen Intimbereich abzufackeln, ja? Weil den weiß sie nämlich viel zu sehr zu schätzen. Wusste, wenn ich Sie eben richtig verstanden habe. Noch Fragen an den Zeugen Böckner? Danke. Dann möchte ich einfach mal mit der Mutter der Angeklagten fortsetzen. Frau Mövis, bitte. Und Sie nehmen bitte an der Seite Platz, Herr Zeuge, der unvereidigt. Frau Mövis, bitte nehmen Sie Platz. Frau Mövis, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, nämlich ein Wissen Sie, wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Patricia ist Ihr Vorname, Sie sind 54 Jahre alt und wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Mittlerweile bin ich Hausfrau, aber ganz früher mal habe ich mal Schneiderin gelernt. Als Mutter der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen. Das ist Ihre Entscheidung. Wie wollen Sie es halten? Ich will auf jeden Fall aussagen. Ich meine, Saskia hat ganz bestimmt mit der Sache nichts zu tun. Einen Mann zu betäuben und ihm dann den Unterleib zu verbrennen, das ist überhaupt nicht ihre Sache. Ich sollte an sich keinem irgendwie als Sache dienen. Wie war denn das Verhältnis zwischen Ihrer Tochter und Ihrem damaligen Freund, dem Geschädigten? Das Beste soll es nicht gewesen sein. Ja, also begeistert war sie natürlich nicht. Also sie hat versucht, ihn mir auszureden und hat versucht, ihn schlecht zu machen. Aber wissen Sie, ich kann doch nicht ständig immer nur um meinen Mann trauern. Das geht doch einfach nicht. Ständig immer nur? Mama, Papa ist gerade mal ein halbes Jahr tot. Und du lachst dir irgendeinen Callboy an und lässt dich von ihm ausnehmen. Kannst du nicht ein bisschen darüber nachdenken und das alles mal ein bisschen würdevoller angehen? Ganz ehrlich, ihr habt Sex gehabt in dem Bett, in dem ich gezeugt wurde. Eine Frau in deinem Alter sollte sich für sowas schämen. Schämen muss ich mich nur, dass ich so eine Tochter habe, die so wenig Respekt hat vor den Bedürfnissen der eigenen Mutter. Wann haben Sie eigentlich erfahren, dass Herr Böckner als Callboy normalerweise arbeitet? Ja, also nach dem Anschlag. Ja, also eigentlich hat die Saskia mir vorher schon sowas erzählt. Aber ich dachte immer, sie wollte den nur schlecht machen. Wissen Sie, ich weiß ja von vornherein, dass er so ein kleiner Lümmel ist. Aber er hat mich auch irgendwie so bezaubert. Der wollte dich doch nur ausnehmen, Mama. Ich habe ihn doch im Internet entdeckt. Attraktiver Callboy bereitet dir unvergessliche Stunden. Nur gehobenes Niveau. Die Grenzen bestimmst du selbst. Wie ich Sie einschätze, haben Sie diese Anzeige Ihrer Mutter gezeigt? Ja, natürlich. Ich habe sie ausgedruckt und habe sie unter die Nase gehalten. Aber du wolltest ja von all dem nichts hören. Ganz ehrlich, Mama, der steht doch nicht auf eine Frau, die Mitte 50 ist. Der wollte deine Kohle. Kapier's doch endlich. Und wenn? Glaubst du etwa, ab 50 macht es irgendwie Klick und dann hat man plötzlich keine Lust mehr? Auch wenn jetzt dein Vater mich in der letzten Zeit nicht mehr nackt sehen wollte, dann heißt das doch noch lange nicht, dass ich bis mein Leben lang die trauernde Witwe spielen muss. Oder Frau Richterin, sagen Sie mir doch mal, soll ich jetzt nur noch Heizdecken kaufen oder mir Tochter reinfuttern? Ich meine, wenn ein älterer Mann eine junge Frau hat, da kräht kein Hahn danach. Aber wenn ich mir jetzt mal so einen Kerl zur Brust nehme, ich meine, da muss ich mich doch nicht rechtfertigen, oder? Sehe ich genauso. Also Sie haben mit anderen Worten bis zum Schluss nichts gegen Dennis Böckner gehabt.
Nein, ich kann dem doch nicht böse sein. Ich weiß ja, dass er so ein kleines Teufelchen ist. Aber ich wusste ja von vornherein, dass ich mir jetzt nicht unbedingt den neuen Ehemann ins Haus geholt habe. Aber Sie haben ja trotzdem die Beziehung beendet. Warum? Also das war mir eigentlich zu viel. Wissen Sie, ich wollte ja nur meinen Spaß haben. Und dann plötzlich sitzt meine Tochter auf der Anklagebank. Der Dennis, der war nicht ehrlich. Aber wer mich wirklich hintergangen hat, das war seine Lebensgefährtin. Das war die Jennifer Lipke. Und ich glaube auch, dass die hinter der ganzen Sache steckt. Mama, die beiden stecken unter einer Decke. Wach doch endlich mal auf! Sie kennen die Frau Lipke doch näher, oder? Ja. Also sie hat mir 3 Jahre lang die Haare gemacht und hat auch sehr lange bei uns im Betrieb gearbeitet. Und sogar als mein Mann sie gekündigt hat, da bin ich heimlich noch in ihren neuen Salon gegangen. Und wieso das denn? War sie so eine einzigartige Friseurin oder warum? Nee, das lag mehr daran, dass das meine Vertraute war, dachte ich jedenfalls. Ich habe ihr alles erzählt, meine Sehnsüchte, meine Fantasien und dass ich mal ganz gerne mit einem jungen Mann zusammen sein möchte. Einfach alles. Ja, und deshalb war es nämlich kein Zufall, dass Sie Herrn Böckner kennengelernt haben, oder? Ich glaube nicht. Also ich glaube, sie hat das alles eingefädelt. Das war im Dezember 2008. Da hat sie zu mir gesagt, das Kaffeehaus Gugelhupf, das wäre genau der Ort, wo man Männer kennenlernen könnte, die so ein bisschen auf ältere Semester stehen wie ich. Naja, ich habe zuerst gedacht, das wäre ein Quatsch, wäre Unsinn. Aber dann hat sie gesagt, nein, nein, das wäre donnerstags abends zwischen 7 und 9 Uhr. Das wäre genau der perfekte Zeit, um sich so einen Knackarsch abzufangen. Was für eine plastische Umschreibung. Entschuldigung, aber das hat sie so gesagt. Ja, dann müssen Sie natürlich auch so wiederholen. War es zufälligerweise ein Donnerstag, an dem Sie Herrn Böckner kennengelernt haben? Ja, sicher. Also er hat mich da am Kuchenbuffet zwischen Sachertorte und Käsekuchen so angesprochen und hat mir so ein kleines Kompliment gemacht, der kleine Charmeur. Und ich denke, die Komplimente sind ziemlich groß geworden mit der Zeit. Haben Sie ihm Geld gegeben? Ja, also Sie müssen wissen, er kann überhaupt nicht mit Geld umgehen. Das ist so ein Lebemann, ne? Aber wenigstens ist er nicht so langweilig wie mein Bernhard. Naja, ich habe ihm ein bisschen Taschengeld gegeben. Um was für Summen ging es da? Also Sie müssen sich vorstellen, dass wir aber 4 Monate aber auch zusammen waren. Ne? Und da sind in der Zeit 6 oder vielleicht 7.000 Euro zusammengekommen. Mehr wirklich nicht. Bitte? 6 oder 7.000 Euro? Sag mal, ich glaube, ich spinne. Das ist auch mein Erbe, das du an diesen Typen da verprasst. Darum. Für dieses Geld musste mein Vater hart arbeiten. Dafür habe ich ihm den Rücken freigehalten. Aber lassen Sie uns jetzt doch bitte beim 12. März 2009 bleiben. Sie geben mir also recht, dass vermutlich Frau Lipke hinter dieser Tat steckt. Ich meine, schließlich hat sie nicht damit gerechnet, dass die Beziehung zwischen Ihnen und Herrn Böckner so vertrauliche Züge annimmt. Und schlussendlich war sie einfach nur eifersüchtig und hat sich dann an ihm gerecht. So muss es doch gewesen sein, oder? Das vermute ich jetzt mal, weil ich kann mir sonst nicht erklären, warum sie denn dann bei mir gewesen ist. Aber Sie können mir dann auch nicht erklären, warum die Frau Lipkes heute noch mit diesem Typen zusammen sein sollte, wenn das so wäre. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Es sitzt hier leider für Sie mit Ihrer Tochter schon die Richtige auf der Anklagebank. Sie haben das doch vorhin selber gesagt, in dem Bett, in dem ich gezeugt worden bin. Sie sind ja so wahnsinnig wichtig. Es ist 29 Jahre her mittlerweile. Da kommt es auf einmal wieder zu sexuellen Handlungen. Das heißt, es wird auf einmal wieder gelebt in dem Haus und das passt Ihnen nicht. Deshalb sind Sie doch durchgedreht. Ach, hören Sie mal, das kann ich mir nicht vorstellen. Saskia, das ist doch eine erwachsene Frau. Den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Und doch zu Hause noch. Wir haben sicherlich unterschiedlich um Bernhard getrauert. Aber nur weil Ihre Mutter jetzt wieder Geschlechtsverkehr hat, heißt das doch noch lange nicht, dass sie ihrem Liebhaber jetzt den Unterleib verbrennt. An sich sollte das nicht drin sein. Wusste Ihre Tochter dafür, dass Sie in der Flurkommode Schlaftabletten aufbewahrt haben? Ja, also ich glaube schon. Ich meine, ich hätte ihr mal erlaubt, eine Schlaftablette rauszunehmen. Mhm. Wissen Sie, ich habe mir die Schlaftabletten eigentlich nur gekauft, weil ich ja so Schlafstörungen gehabt habe. Aber lustigerweise sind die ja jetzt verschwunden durch den Sex. Und ich habe die total vergessen. Die weggeblasen. Sozusagen. Ist auch gut fürs Immunsystem übrigens. Ja. Ich sag ja. Ja, aber
ich weiß auch, dass die Jennifer, die weiß auch, dass ich Schlafstörungen hatte. Und die weiß auch, dass ich Schlafmittel zu Hause hatte. Noch Fragen an die Zeugin Möwes? Ah, danke. Frau Liebke, bitte, dann setzen wir direkt mit ihr fort. Nehmen Sie an der Seite Platz. Die Zeugin bleibt unvereidigt.